Willkommen bei Smartliste. In diesem Video besprechen wir den besten Elektrokettensägetest. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung, und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Elektrokettensägetest, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Bosch Kettensäge. Die elektrische Kettensäge Bosch 600.834.500 hat ein 35 cm langes Schwert. Die Kettenrate beträgt 9 Meter pro Zweiter sowie die Leistung 1800 Watt. Der Öltank hat eine Fähigkeit von 200 ml. Die Kette wird während der Sägearbeiten sofort mit Öl versorgt. Die elektrische Kettensäge von Bosch ist mit einem ergonomischen Griff und Stahlkrallen ausgestattet. Das Modell hat auch eine Auslaufbremse und auch eine Kickbackbremse. Ein weiterer Vorteil der Bosch Kettensäge ist das Bosch-Pan-System. Dies deutet darauf hin, dass die Kette verändert und auch ohne Werkzeug gespannt werden kann. Umzug auf Nummer 4 haben wir die Einhell GHEC 2040. Die Einhell GHEC 2040 elektrische Motorsäge ist mit einem Oregon Qualitätsschwert und einer Oregon Kette ausgestattet. Das Gerät bewertet 5 kg und liefert eine Reduktionsgeschwindigkeit von 13,5 Metern pro Sekunde. Die Leistung beträgt 2000 Watt. Das Schwert der Version hat eine Größe von 40,6 cm. Die Schnittgröße beträgt 37,5 cm. Es erklärt, dass die Einhell elektrische Motorsäge mit einem ergonomischen Griff ausgestattet ist. Es verfügt zusätzlich über einen Ölbehälter mit einer Ladedauer von maximal 160 ml sowie einem Sichtglas. Die Ölfülleöffnung ist groß und mit einem Schnellspannbolzen ausgestattet. Aus diesem Grund können Sie einfach das Öl vertuschen. Auf Platz 3 haben wir die Ryobi Elektrokettensäge. Die elektrische Kettensäge Ryobi 5.133.2.186 wiegt 5 Kilo. Es ist sehr effektiv mit einem Ergebnis von 2300 Watt sowie hat eine Kettenrate von 14 Metern pro Sekunde. Das Schwert des Gadgets ist 40 cm lang. Eine weitere günstige Sache ist, dass Sie die Kette ohne Geräte spannen können. Darüber hinaus fasst der Ölbehälter des Modells bis zu 200 ml und ist auch klar. Die Ryobi Motorsäge ist mit verwalteten, gummierten und auch einem Sicherheitsknopf mit Einschaltschloss ausgestattet. Mehr Sicherheitsfunktionen sind der Klauenausstieg, die Kabelspannungsentlastung und auch die Kettenbremse. Umzug auf Nummer 2 haben wir die Makita Kettensäge 35 cm. Die Elektrosäge Makita OC3541A ist ein 4,7 Kilo schweres Modell. Es hat ein Ergebnis von 1800 Watt und auch eine Kettenrate von 14,5 Metern pro Sekunde. Das Modell ist mit einem 35 cm langen Schwert, einem großen Schalter und einem Gummiband ausgestattet. Die Version ist auch mit einem Ölbehälter und einer Ölpumpe ausgestattet. Der Behälter hat eine Kapazität von 200 ml. Dank der Ölpumpe wird die Sägekette während der gesamten Sägearbeit gleichmäßig und ständig mit Öl versorgt. Der Versandpreis der Pumpe ist flexibel. Das große Sehensfenster im Öltank ist ebenfalls praktisch. Die Makita Elektrosäge ist mit einer Kettenbremse sowie einer Rückhaltebremse ausgestattet. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Stielmse 250CQ. Die Stiel 250CQ elektrische Leistungssäge punktet mit einem hohen Ergebnis von 2500 Watt. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit, noch härtere Hölzer mit der Säge zu punktieren. Die Schwertlänge des Werkzeugs beträgt 40 cm und das Gewicht beträgt 5,7 Kilo. Der Schallspannungsgrad des Geräts beträgt 94 Dezibel sowie der Audioleistungsgrad 105 Dezibel. Der Ölbehälter der elektrischen Kettensäge Stiel steht bis zu 200 ml. Es ist transparent, sodass Sie den Ölstand schnell überprüfen können. Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie den Ölspeicher ohne Geräte öffnen und schließen können. Dazu wird die Version mit seitlicher Kettenspannung angeboten. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.